jetzt hier. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Der Hacker oder was? Nee, das bin ich. Na, eigentlich. Also wir schneiden ihn jetzt hier voll den Weg ab. Oh. Nur auf die Karte gucken. Das war nicht so gut. Raus, 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 raus! Nein! Warum raus! So Feuer aus dem Bild. Raus! Raus hier! Raus hier! Oh, ist das normal? Oh. Jetzt hat er ein bisschen Angst da bekommen. Hinten, ja, meine ganzen Waffen sind weg. Oh, meine auch, ja, stimmt. Jetzt sind sie wieder da. Ich hab ja, jetzt voll, ich hab voll viele Waffen, die ich vorher nicht hatte. Ja. Ich auch. Was ist denn hier los? Ihr wisst, was das bedeutet, ne? Das ist schon... Hello, Darius! Oh mein Gott, Alter! Ein Tennis-Match! So, ich spiele nur einen Satz, weil sonst dauert das ewig. Ja, alles klar. Habe ich kein Problem mit. Ja, das nee, spiel euch eine halbe Stunde jetzt. Bergmann, das ist in Ordnung. Du schlag du dich weiter mit den Hackern rum. Wir machen hier so ein bisschen... Ja, alles klar. Ein kleines Tennis-Match für zwischendurch, ne? So du hast die Chance gehabt, Bergi, als erster zu sein. Ja. Bisschen chilly-milly-grilly-grilly. Ja, Bergmann, wenn Bergmann traurig ist, dann ja, kann ich das hin und wieder ablenken. Aber ansonsten wird er in der Aufnahme hier konsequent ignoriert. Hä? Jetzt ja, leistest du nur noch durch die Gegend, oder? Ist das so dein Ding jetzt? Ja, das ist mein Ding. Ja, funktioniert ja. Weißt du, wenn du nicht aus deinen Fehlern lernst, tut mir leid. Wird eiskalt ausgenutzt auf dem Feld, ne? Muss ich dran gewinnen. Und zum dritten Mal in Folge, der ja, ist nach hinten links. Alter. Er rennt halt so hin, gewonnen. Da bleibt er stehen. Komm, keine weitere Runde mehr. Ja, ich verlasse den Platz, tut mir leid. Das naja, du weißt ja nie, wie es ausgeht. Du weißt ja nie, wie es ausgeht. Das ist auch zu doof. Lebt Bergmann noch? Ja. Hallo, Bergmann. Ja, Felix. Neue Karre, oder was ist das? Oh, Alter, nein. Ich hab dir doch nicht mal irgendwas angetan, bisher. Doch. Ihr habt Tennis gespielt ohne mich. Und es gab nur einmal in der Grundschule einen ähnlichen Fall, wo ein paar Leute Tennis gespielt haben und ich nicht mitmachen durfte. Wisst ihr, was mit dem passiert ist? Was? Komm her, Delay, ich zeig's dir. Alter. Was ist, warum hast du Schneewelle noch? Trau dich ran. Leck die Spitze meines Raketenwerfers. Du hörst jetzt auf! Du benimmst dich jetzt! Du benimmst dich jetzt, Kedos! Nice move, ey! Du benimmst dich Rang jetzt. Erhöht! Mein Rang wurde erhöht in dem Moment, in dem du mich getasert hast. Ja, ich bin okay, da in Ansicht. Ich taser dir ins Gesicht. Oh, Mann, das ist aber wirklich ein nice Gefühl. Hier noch zuckt. Hier, du auch? Komm. Ich taser mich auch mal. Oh, Entschuldigung. Ja. Alles klar, wirklich. Ja, hier steht Feuerlöscher. Ich habe einen Feuerlöscher. Das sind ja nice. Obwohl man das als Item gar nicht haben kann. Das ist bei mir auch völlig verbuggt, die Anzeige. Das ist bei mir ein Kanister. Ja, das ist irgendeine abgefuckte Scheiße, die wir hier bekommen haben. Oh. Wie konnte das jetzt eigentlich so schnell eskalieren hier? Oh shit. Ich frage mich auch, warum immer drei. Hey, Kedos! Du alter. Das ist doch nur Tränengas. Jetzt entspann dich weg, mal. Da, hallo, weg. Bergmann, aus! Bergmann! Ja, ist alles gut. Ich muss das hier nur kurz klären. Ich muss Dario beschützen. Komm mal kurz her, Dario. Wo bist du? Da, ja. Ich muss dir was sagen. Alter, was denn? Ich war leider nicht in erinnern. Immer so rumzuckt. Boah, Alter, was geht jetzt ab? Und alles wieder in Ordnung. Leute, ich hol uns mal einen Fluchtwagen und komm, ich hol ihn, das wär, ja? Das wär nice. Das ist eine ganz gute Idee. Ich liebe es einfach, wenn Helikopter abstürzt. Ich hab's im Griff. Das ist einfach so ein nice aus. Es dauert nur ein bisschen, einen guten auszusuchen. Ich bin getötet. Getötet? Hä? Ich will nicht sagen, aber gleich starten. Was startet denn jetzt? Was willst du denn immer mit deinen Challenges hier? Die starten automatisch. Wir sehen, ja. Die starten automatisch. Ich bin einfach dauerhaft nur tot. Jetzt wurde ich einfach von so einem wütigen Passanten. Jetzt werden wir aber vor eine unmoralische Aufgabe gestellt. Verschonen wir uns gegenseitig oder wird die gegeiert? Natürlich, Birgi. Natürlich verschonen wir uns gegenseitig. Nein, ist er nicht. Komm doch mit zu dem Event. Weißt du, da wollte ich gerade Kedos rächen, Alter. Natürlich. Ihr seid ein paar miese Alter, ein Schweine. Punkt ist ein Punkt. Weißt du, man muss nehmen, was man kriegen kann. Sorry. Aber in Zeiten von... Ey, du hast einfach ein viel... Einfach wo hat denn jetzt Herr Bergmann mich umgenietet? Von wo? Der hat wahrscheinlich auch einfach das viel bessere Gewehr, wo er sich irgendwie von sonst woher gezogen hat. Achtung. Nein, shit. Kedos, du weißt, was zu tun ist. Sag zu. Bergmann, du hast das bessere Gewehr. Ich habe nur das Anfänger-Scharfschützengewehr und du rennst da irgendwie mit dem... Reported? Wirklich, du bist richtig, du bist doch der Hacker. Du hast hier das organisiert, du bist... Wer Gewalt sät, Leute! Wer Gewalt sät! Das lohnt sich richtig für Cash, ne? Also, ja. Wahrscheinlich gar nicht, aber... Vor allem, dass man dafür eine Freundschaft zerstört, lohnt sich auf jeden Fall. Bergmann.
Ich willst du vielleicht einfach mal dein Scharfschützengewehr nehmen und eine ganz dicke, große Packung Vaseline? Ja? Und dann verziehst du dich damit in dein Schlafzimmer. Ja. Und dann kannst du mal gucken, wie es abgeht im Live. So mach ich's. Du machst gleich direkt Karte auf. So, das geht aus, ein bisschen Godzilla-Style ins Wasser, oder was? Wie er gerade ins Wasser marschiert ist. Was sollte das werden? Nein! Bergmann war das auch noch. Ja, Bergmann knallt auch andauernd von da hinten irgendwie aus dem letzten Loch, Alter. Guck mal, die Reichweite hat mein Gewehr nicht mal. Mein Gewehr hat nicht mal diese Reichweite, um da auch nur im Ansatz was reißen zu können. Ich wollte das nicht. Ihr habt angefangen. Ihr habt alle angefangen. So als schemenhafte. Ja klar, weil wir dachten, hier wäre ein fairer Wettkampf. Und dann kamst du mit deinen Deckungsgewehren. Ihr habt mich alleine gelassen. Ihr hättet auch die Waffe haben können, wenn ihr nicht lieber Tennis gespielt hättet. Ich hole ein gutes Auto, Leute. Ja, oh, wie hier genau. Alter, in meinen Arm. Nice. Wie bin ich denn jetzt im Passivmodus gelandet? Guck mal, das ist ein... wie du so zuckst. Wie du zuckst und abgehst. Leute, ja. Leute, wie kommt komisch, man wieder aus dem Passivmodus raus? Hallo. Ja, wieder M drücken. Achso, M. Bergmann, kommst du? Ja. Ich denn noch? Nee. Okay. Bergmann, steig ein. Ist das ein... Könnt ihr noch hinten rein, Bergi? Bergmann. Bist du da? Komm jetzt. Warum? Was? Fahr los, fahr los, fahr los, fahr los. Nein, nein, Mann, was nein, nein, lass doch jeder fahren. Leute, jetzt muss ich außen rum. Okay, gib Gas. Jetzt habe ich einfach mal alle Positionen nochmal gewechselt. Oh, wie schön, haben wir das gemacht. Wohin wollt ihr denn? Müsst ihr das markieren oder so? Alter, hier, hey Leute, schau mal nach hinten. Was die meinen? Jedes Mal. Oh shit. Ich werfe mal einen Molotov-Cocktail raus, gucken, was passiert. Ja, ich fahr mal in die Innenstadt hier, ne? Ja, vor uns sind zwei Kopfgeldgesuchte da. Rechts. Oh, rechts. Ja, stimmt. Hast du auch ja, einen Schirm? Ja, nee, ich seh. Nee, ich hab schon einen Kopf. Ja, jetzt hier. Was ist das denn? Was ist das denn? Der Hacker oder was? Nee, das bin ich. Na, eigentlich. Also, wir schneiden ihn jetzt hier voll den Weg ab. Oh. Nur auf die Karte gucken. Das war nicht so gut. Raus! Nein! Raus! So Feuer aus dem Bild. Raus hier! Ist das normal? Oh, was ist das hier? Was machst du denn da? Hä? Was war denn? Luke 1.8 irgendwas. Red Pussy hat Kilos erledigt. Das war richtig krass. Was war das denn? Ihr habt jetzt auch gesehen, dass er so Fontänen aus dem Boden. Ja. Aber war das jetzt Red Pussy oder wer war das? Das ist die Frage. Auf jeden Fall ein feuchtfröhlicher Angriff. Nee, klar. André, da einfach alles brennt. Ja, ich bin an unserem Auto, das passiert ist. Ja, rechts. Ja, ja, alles gut. Doch, jetzt hat er. Das ist ja völlig verrückt. Ja, aber der Pferd kommt jetzt doch in die andere Richtung. Ich werde mal hier mit Haftbomben ein bisschen aufräumen, ne? Ja. Leute, haltet ihr bitte an. Leute. Ja. Ja. Leute, anhalten. Wo bist du denn? Steig ein, Kedos. Ja. Steig ein. Ich steig schon ein. Los jetzt und los. Beifuß. Los geht's. Wow. Ihr habt alles unter Kontrolle? Ich will zu denen mit dem Kopfgeld okay, auf jeden Fall. Okay. Ja, weißt du, was ja, ist? Alles klar, das krieg ich hin. Siehst du sie? Ja, ich sehe sie. Ich hab sie auf dem Schirm. Unsere Doppelhände hier. Leute, was könnte der letzte Auftrag sein, den wir für Big Jimmy erledigen? Ja, gut, aber Big Jimmy ist auch ein Arschloch, muss man sagen. Stimmt allerdings. Er hätte nicht mit Kilos Frau schlafen sollen, der Wichser. Oh, der ist so. Hinter mir. Was ist das für ein Leichenberg, Alter? Alter. Oh Gott, ich bin ausgestiegen. Ja, es tut mir leid. Ich steig wieder ein. Moment. Gut. Ich habe einfach nur die ganze Zeit random irgendwie. Ich bin gestorben. Ich habe einfach nur random die ganze Zeit irgendwelche komischen. Aber was war das denn mit dem Berg? Was ist das? Auf was für einem komischen Server sind wir bitte schon gelandet? Auf jeden Fall ein Berg voller Leichen. Ja. Ein Berg voller Leichen. Ein Zeichen von Big Jimmy. James Bond. Ein Berg voller Leichen. Okay. Okay, wo ist der Berg? Ready? Ja. Hier, rechts. Ich zünde. 3, 2, 1. Oh, holy shit. Wow, steig ein, Junge, steig ein. Das hab ich mir ein bisschen spektakulär vorgestellt. Ich bin tot. Der Bus fährt nochmal drüber. Nein. Entschuldigung. Das war ich. Ist das Sylvester Stallone? Ach so, du bist... Ja, ja, steig ein. Guck dir mal in der Ego-Perspektive an. Fahren Sie auch zum Flughafen? Ja, ich fahr zum Flughafen. Kedos, wo bist du? Ich hol dich ab. Kedos, steig mal ein. Wenn ihr mit eurem Bus einfach an mir vorbeifahrt, dann ich da überlege, ob das Sylvester Stallone ist oder nicht. Der tötet uns nicht. Doch, der tötet uns. Ich hab immer hier mal ein neues Auto. Ja, geh noch gemütlicher rein, Kedos. Kedos. Hinter dir ist ein Feuerwehrmann. Du wurdest von anderen Spielern aus der GTA Online-Sitzung rausgeworfen. Echt? Okay. Danke, Freunde. Oh, jetzt kommt die Polizei. Jetzt kommt die Polizei. Viel Spaß. Ich bin weg hier, das tut mir leid. Sag mal, hör doch mal auf.